Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier mit mir, dem Creeper Die. Und gerade hat man dich schon im Hintergrund gesehen. Und zwar Daxi. Hallo. Hallo. Wir sind hier heute in einem Dschungel gelandet. Wir haben keine Ahnung warum. Aber wir haben jetzt hier in unserem neuen Projekt namens Minecraft Dimension werden wir uns hier in verschiedene Dimensionen wagen. Also pro Folge eine Dimension. Ja, und da dürfen wir uns dann ausrüsten. Und ihr dürft in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt Namen für irgendeinen Namen hin. Den schreiben wir dann in ein Buch. Weil das Ganze funktioniert so. Wir machen ein Nether-Portal, zünden es an. Hier haben wir deswegen schon ein Nether-Portal. Ganz viele Book and Quills. Dann zündet man es an, wirft ein Buch rein und je nachdem, was da drin steht, entsteht halt eine Dimension. Und ihr dürft in die Kommentare schreiben, welche Dimension immer als nächstes kommen soll. Und der Kommentar mit den meisten Likes, der kommt dann als Dimension quasi ins Projekt. Ja, und nochmal von meiner Seite, ich habe ja auch in meinem letzten Video schon gesagt, erst da, wo wir Speech UAC Run gespielt haben, dass eine kleine Überraschung kommt. Und das ist die Überraschung. Es wird auf jeden Fall sehr lustig. Und genau. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch, oder? Ja, und ich würde sagen, für den Anfang werden wir jetzt einfach mal ein Book and Quill schreiben, wo Anfang drin steht. Und jetzt ja, aber erstmal wollten wir uns doch hier normal equippen, damit wir erstmal ein bisschen so haben. Ein Buch. Jetzt habe ich schon mal das Anfangbuch. Und wir werden uns jetzt erstmal zum Beispiel eine Holzspitzhacke equippen. Es wird auch schon Nacht, leider. Mhm. Das ist natürlich dumm. Sollten wir uns beeilen. Einfach nur als Zeitersparnis machen wir jetzt einfach mal. Müssen wir unbedingt den Baum hier abbauen? Ja, können wir machen. Wir brauchen ja nicht viel. Dann haben wir halt einen schwebenden Baum. Ja, weil wir wollten ja auch in der Nähe unser Haus bauen. Ja. Und dann soll es hier vielleicht jetzt nicht so hässlich aussehen. Ja. Ich stelle jetzt mal hier neben dem Buch. Neben den Truhe, da wo neben der Truhe, da wo die Bücher drin sind. Okay. Und es gibt auch viele Dimensionen, wo einfach so ganz viele Endschiffe sind. Lol. Da müssen wir unbedingt Blöcke holen. Ja? Ja, wir brauchen Blöcke. Aber die kannst du mir kurz Holz geben? Weil ich habe die ganzen Sachen. Okay, danke. Okay. Okay, Leute, wir Daxi craftet gerade ein bisschen und danach können wir auch gleich schon in die Dimension gehen. Ich würde sagen, dieser Baum sieht echt hässlich aus, leider. Der sieht jetzt echt viel zu hässlich aus. Vielleicht wir müssen den aber ganz abbauen. So hinbauen. Kannst du mir auch mal Sachen geben? Danke. Daxi gibt mir hier schon so ein paar Tools, was sehr nett ist. Und ich habe dir vergessen, das Schwert zu geben. Ah ja, das hast du. Falls da böse Mobs lauern. So, und ich würde sagen, wir können ja auch gleich schon in die Dimension reingehen. Ich nehme jetzt tatsächlich mal Flint and Steel und zünde hier an. So würden wir in den normalen Nether kommen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck des Projektes, sondern wir werfen jetzt hier dieses Buch rein. Was hast du reingeschrieben? Anfang. Okay, gut. Ja, fein. Let's go. Und ihr seht, es hat sich schon verändert von der Farbe her und ich würde sagen, let's go. Tschüss. Eine andere Dimension. Vielleicht sind die Aliens. Guck mal deine Schwertsachen an, im Inventar. No, die haben die Farbe verändert. Komm mal her. Ganz viele Zombies. Komm mal her, schnell. Oh, das ist eine Monster-Dimension. Ja, wir müssen uns jetzt gut verteidigen. Es leckt. Schnell, run. Scheiße, was ist das für eine Dimension? Die ähnelt ja voll der Oberwelt. Ja, ich weiß, aber hier sind das sozusagen eine Mob-Welt. Ich will nicht sterben, deshalb. Ziemlich gute Farmwelt. Und zu sagen schon. Pass auf, ein Creeper kommt. Oh, und warum sind hier so viele Monster? Ich weiß es nicht, aber wir müssen noch irgendwie Essen holen. Schnell, run. Ich würde mal gerne schauen. Oh, ich krieg ziemlich viel Schaden von dem Skelett da. Komm mit, ich sehe da vorne was. Ich kann es nicht killen. Und ich sterb vielleicht hier. Wegen dem scheiß Skelett. Ja, komm mit, hinter dir. Hinter dir läuft. Verrückt. Warum sind so viele Monster? Warum? Ich weiß es nicht. Hilfe. Wo bist du, Creeper? Nein, du darfst nicht zurück in die andere Dimension. Doch. Lass mich hier. Naja, egal, ich gehe. Hier kommen Zombies aus der Dimension raus. Ah, ich bin tot. Egal, wir haben Ja.
Das war ein kleiner Fail, dann bist du gleich, würde ich sagen. Ja. Ich komme jetzt hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Oder wo war das? Ja, komm her. Komm mit. Okay. Ich komme mit dir mit, ich versuche zu überleben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Nee, das war die falsche Richtung. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Okay, die Monster greifen sich auch gegenseitig an. Ich habe noch keinen Schaden bekommen. Was hast du denn gesehen? Hier, ich habe sowas gesehen. Also hier einzelne Bäume, die wir dann. Ah. Ach so, bauen könnte man so. Okay. Ja. Ich würde sagen, aber es ist so gut. In der Dimension hier gibt's die ist halt komplett eigentlich wie die normale Welt. Passt, halt nur dass es hier auf dem Berg ist. Und ganz viele Monster. Ihr seht das sind halt, hier Polstertheorien. Hier ist auch plötzlich einfach so gepolierter Diorit. Einfach so dort. Also eigentlich statt Stein gibt's den hier. Also es ist eine ziemlich seltsame Dimension. Aber das ist noch überhaupt nicht mal die verrückteste, ist die Sache. Ne? Ja. Es gibt ganz viele andere. Ja. Zum Beispiel, wir haben das vorhin mal getestet, vor dem, bevor wir aufgenommen haben, haben wir mal eine Dimension getestet und die besteht einfach komplett aus Endgateways. Mhm. Ne? Ziemlich krass eigentlich. Aber ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust hättet auf einen Community-Server von uns, da wo ihr Zuschauer rauf könnt, wo wir dann zusammen spielen. Ja, was hältst du davon? Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das fänden wir nice. Ich kill hier gerade mal. Ich bin fast tot. Also ich würde sagen, ich würde mich jetzt vom. Ich glaube, wir haben. Ja, ich bin tot. Lass ich auch mal töten, weil die Dimension war ja jetzt ein Reinfall. Warte mal, nee, die Dimension schießen. Hä, wo bin ich gespawnt? Wir können die Dimension nicht schießen. Wo bin ich? Warte, slash TP. Ah, ich seh dich schon, passt schon. Okay. Wie sollen wir das jetzt wegbekommen? Oh, der Arm ist gut. Okay, Leute, wir sind wieder da, genau. Ja, und ich schreibe jetzt hier einfach rein. Was wollen wir reinschreiben? Schreib Anfang 2 hin. Neuanfang oder so. Neuanfang. Signieren. Und dann neu. Schreib den Titel. Naja. Anfang. Und boom. Let's go. Fief, was kommt denn da jetzt? Sand, okay, Wüste, rein. Verdursten. Okay. Es ist hier so ein. Oh, was ist das denn? Sieht schön aus. Wir können unendlich viel blaues Holz kriegen. Wie nice. Ey, pass auf, dahinter dir ist ein Gas. Dahinter dir ist ein Gas. Du musst aufpassen. Wir sind einfach im Meter nur abgewandelt. Schnell, wir müssen laufen. Oh, oh. Was ist das denn? Der Gas schießt noch. Ich kann aber abwehren. Oh, oh. Die dürfen nicht das Portal. Was sollen wir hier machen? Hilfe! Warum sind hier so viele? Oh oh. Wollen wir nochmal zurück und nochmal einen Anfang machen? Okay, ich bin tot. Warum sind hier plötzlich. Ab wieder ins Portal! Hä? Hey, ich stelle mich in das Portal! Hey, wieso? Dann würde ich sagen, bis gleich! Ja, bis gleich. Sind wir auch wieder. Jetzt genau. Macht Creeper Die wieder das nächste. Ich glaube, als Special machen wir diesmal 7 Bücher oder mehr. Oder? An. Also ja. Machen wir mal Anfang 3. Ja, ihr müsst halt, uns fällt halt gerade nichts ein, weil ihr müsst irgendwas machen. Nicht, dass wir euch die Ideen wegnehmen, deshalb machen wir so uneinfallsreiche. Ja. Jetzt sind's. Okay, da rein. Ich hab reingeworfen, es hat die Partikel verändert. Okay, jetzt tun wir die gleiche Version oder Dimension. Okay, ich bin da. Okay, Leute, da sind wir und wir sehen. Wir haben Glück gehabt. Hier ist zum Beispiel. Guck mal da noch. Wir haben hier wirklich viele. Hier sind das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Warte mal. Sind hier auch wir haben Glück. Loot drin? Ja, ist es. Oder? Ja, man muss es nur abbauen hier. Geil. Nice, nice. Wir haben jetzt. Schon mal. Wir haben Heiltränke. Ja. Zum Beispiel solches Glück kann man auch haben. Ja. Warte mal, da sollte jetzt gleich ein Chest sein, ne? Ja, deshalb, ich buddel mich hier gerade lang. Ja, ja, warte. Vielleicht bekommen wir auch eine Allight. Da ist ein. Hä?
Ein Buch. Ein Order. Destroy. Noch ein Buch. Was steht da drauf? Irgend komisches Zeug. Ja, im Buch drin. Find blablabla Cocktails. Bei mir steht hier Destroy. Was hat das denn zu bedeuten? Ich weiß es nicht, lass die Bücher gleich ausprobieren, nicht, dass da irgendwas komisches kommt. Okay. Oder wir jetzt weil sonst glaubt ihr es uns nicht, weil wir wollen das lieber mit euch zusammen machen. Ja. Warte, ich versuche mal hier die den Drachenkopf zu bekommen, weil haben wir ein cooles Accessoire. Nice Dekoration. Okay. Und Restore Cocktail. Destroy Capture for Two. Ich habe Levitation. Okay. Wir müssten auf jeden Fall alle Bücher behalten, weil die wollen wir ja auch nochmal ausprobieren. Vielleicht sind da irgendwelche Secrets drin. Wir haben jetzt nämlich hier in der Dimension sind wir ein paar Mal gestorben und dann haben wir herausgefunden, dass diese Dimension der Boden aus Smaragdblöcken besteht. Und wir haben auch ein paar mehr geheimnisvolle Bücher gefunden. Ja. Also, wenn man jetzt einmal hier schaut, kann man den Boden erkennen. Dort, das sind nämlich Smaragdblöcke. Weil ich bin da einmal runtergefallen und dann habe ich kurz noch bemerkt, dass das Smaragdblöcke sind. Und vielleicht eigentlich ein Wassereimer, oder? Rein theoretisch schon. Hier ist der Bonustruhe. Ja, ja, hier sind viele Bonustruhen sogar. Okay, oh, lecker Essen. Apfel, Brot. Och, Fischi. So, ich baue mich jetzt hier runter. Okay, hier ist auch viel Holz. Man kann so viel Holz farmen. Ich muss kurz testen, ob man daraus auch noch Holz kriegt. Yep. Die Sache ist, wir haben kein Eisen, um die Emerald-Blöcke abzubauen. Das ist natürlich wirklich nervig. Ja. Man braucht halt Glück. Mhm. Inventory-Platz? Ja. Achso, okay. Und hier ist schon wieder ein Schalker, der mich verfolgt. Also sein Geschoss. Okay. Ich habe für uns beide ein kleines Geschenk. Okay. So müssen wir dann immer die Folge starten oder so. Also könnt ihr euch auf was gefasst machen. Genau. Oh oh, dieser kleine Ball. Okay, ich habe ihn getroffen, den Ball. Okay, ich würde sagen, wir... Komm her. Was machen wir denn jetzt? Komm her, ich würde sagen, die nächste Dimension. Komm her, wo bist du? Komm her, hinter dir. Hinter dir. Hier, dein Geschenk. Oh. Hier sind wir die Drachenbrüder. Njam, 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 njam. Ja! Wir sind breite Drachen. Okay, dann würde ich sagen, ein Cut. Bis gleich. Und hier sind wir auch wieder. Ich glaube, jetzt versuchen wir auch so ein geheimes Buch. Ich würde das nehmen, weil ich würde meins reinwerfen, also mit Destroy. Okay. Oh, es ändert die Farbe. Warte, es ändert gerade die Farbe. Grüne Partikel. Ich würde sagen, rein da. Yep, let's go. Also, ich weiß nicht eigentlich, dass es wirklich gut ist, weil dann können wir. Wir können dann hier das so abbauen. Dann haben wir Dings um. Also, noch mehr. Kompost hier. Ey, hier ist noch was, damit wir eine neue Dimension können. Leute, guckt euch das an. Zeig mal, was hast du gefunden? Aber dafür brauchen wir dafür brauchen wir eine Enderperle, um da reinzukommen. Ja. Oder, ich weiß, wie wir da reinkommen. Elytra. Nein, oder keine Elytra. Trapdoor. Ja. Ein Trick vom Experten-Kappa. Wir kommen in eine neue Dimension. Wir werden nur irgendwie hier in der Dimension rumteleportiert. Wird man nicht. Das ist eine neue Dimension. Ich habe das heute schon ausprobiert. Echt? Ja. Okay, jedenfalls, ich fahre ein bisschen hier Knochenblöcke. Weil die brauchen. Auf jeden Fall, diese Dimension leckt ein bisschen. Ja. Also zumindest bei mir. Ja, bei mir auch leckt die ein bisschen. Bei manchen Dimensionen hat man auch so Pech, da leckt es komplett. Dann und man kann fast gar nichts mehr machen. Und ja. Warte, ich. Aber. Okay, warte, ich muss eine Heilungspotion trinken.
direkt schon in der nächsten Dimension. Oh, Leute, er sieht so komisch aus, er sieht ja aus wie ein Extra. Oh! Oha, was ist das denn hier? Eine komische Welt. Diese Welt scheint anscheinend aus vielen Farben zu bestehen und Gas sind hier. Und Bedrock. Wow, also können wir hier Bedrock. Ey, da unten ist Wolle! Da. Hier ist ein Enderdrachen. Wo? Ey, komm mal raus, hier ist ein Enderdrachen. Alter, da vorne ist auch noch einer. Hier ist ein Enderdrachen in der Dimension. Wir greifen die uns an. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst vor den. Oh, wie viele sind hier, Leute? Leute, es könnte ein bisschen kritisch werden. Ich glaube, wir sollten uns hier ein bisschen sein. Ja, wir sind Freunde. Ja, wir kommen in den Frieden. Warte, wir kommen in den Frieden. Hallo, Enderdrache. Ich versuche einen zu töten. Ich bin zu nah rangegangen. Ich würde sagen, bis gleich zur nächsten Dimension. Okay, bei mir gab es jetzt auch einen Cut. Und hier sind wir wieder. Genau. Und ich bin ja auch dabei und nicht nur Daxi und wir sind hier jetzt wieder und dann würde ich sagen, okay, wir sortieren. Ich würde mal gerne eine Kiste craften, um meine A-Items ein bisschen zu sortieren. Ja, ich mache das auch kurz. Ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Enderdrache in die Kommentare. Genau. Oder? Ja. Wie würdest du es finden, dass wir eine Folge immer in Dimension gehen und in der anderen Folge, also gleich oder morgen in Folge 2, ja, dass wir unser komplettes Haus bauen, also immer abwechselnd? Dass wir in einer eine Oberweltfolge und eine Dimensionfolge. Erste Folge ist jetzt eine Dimensionsfolge zum Beispiel, die sind dann meistens immer etwas chaotischer. Ja. Und ich würde sagen, warte, dieses. Also, wir bauen schon Haus zusammen, ne? Ja. Und ich würde sagen, jetzt wegen den Aufnahmen her, wir bringen jetzt immer 2 Videos pro Tag. Eine Folge jedenfalls am Tag, Minecraft Dimension. Und dann eine Folge, zum Beispiel Minecraft Bad Wars oder so. Ja. So irgendwas Special-mäßiges, was so nervenaufreißend ist oder so. Ja. Ich würde sagen, ich tue jetzt mal ganz kurz meinen Stuff hier rein. Ja. Oder unseren Stuff, wir spielen ja nicht gegeneinander oder so. Ja, und wir spielen ja zusammen. Ja, und ich würde sagen, zack. Ich habe alle Instant Health Potions hier noch. Und so, das geht auch klar. Ein bisschen Holz braucht man immer. Und hast du ein bisschen Stein noch? Nein, ich müsste welches farmen, weil ich muss meine Tools reparieren. Wow. Okay. Okay, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein Buch. Daxi, du kannst ein Buch ruhig nehmen. Ja. Rest of Cocktail. Irgendwelche komischen Zeichen. Ich verstehe die nicht, aber okay, let's go. Ich würde sagen, let's go, wir freien. Es hat Partikel bekommen und wir gucken rein, wir gehen rein. Dann würde ich sagen, bis gleich in der Dimension. Boah, Leute, schaut mal. Daxi ist sogar grün. Und ich bin auch. Ja, du auch. Wir sind beide grün. Und alles besteht aus Endgateways. Und wie wir sehen können, ist das hier eine sehr bunte Dimension. Oh, ich höre wandernde Händler. Ah ja, hier. Wieso hast du den gehauen? Weiß ich nicht. Ja, lass mal runterbauen, um zu gucken, ob da noch was anderes lauert. Aus was besteht denn eigentlich die Blöcke? Das sind glatte Quarzblöcke. Nein, die sind hässlich eigentlich. Warte mal, hier besteht es noch aus aus Wolle. Wir können ins Betten bauen. Müssen wir eigentlich nicht. Also ich würde sagen, wir gehen auch wieder in dieses Endrahmen-Ding rein, oder? Hier sind Eisenblöcke. Richtig. Nein. Eisenblöcke. Doch. Wo, bei dir? Ja. Oh. Es besteht unten aus richtig vielen Eisenblöcken. Wir müssen so viele abbauen, wie wir können. Oh mein Gott. Mhm. Das ist halt, manchmal hat man Glück, manchmal. Kann man die überhaupt mit Steinspitzhacken abbauen? Ja, kann man direkt Full Eisen-Equip machen. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wir sterben nicht mehr so schnell in Dimensionen. Dann habt ihr länger was davon. Ja, und schau mal, die sind so viele. Mhm. Und meine Spitzhacke ist noch nicht ganz kaputt.
Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Zeitraffer rein, ausnahmsweise, bis wir ein paar abgebaut haben. Let's go. So Leute, wir haben jetzt hier den Zeitraffer beendet und ja, wir haben jetzt 2 Stacks Eisen, genau, und also Eisenblöcke, und ich würde sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen. So Leute, wir sind jetzt hier fertig, Eisenblöcke fahren, wir haben jetzt knapp 2 Stacks und ich bin hier direkt wieder reingefallen, natürlich, und ich werde jetzt gleich mal eine Werkbank craften. Es laggt natürlich sehr. Ich hab schon einen, du musst keine craften. Achso, ja, ich hab schon einen craften, egal. Danke. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal so ein paar Eisen und craften jetzt erstmal voll Eisenrüstung. Wenn das kann Daxi ja noch ein bisschen labern. Ja. Ich würde sagen, wir raten jetzt mal so, was in der nächsten Dimension sein könnte. Was sagst du? Ich glaube, es wird was mit blauem Ton. Ich sage, es ist so eine dunkle Welt. Also mit ganz vielen dunklen Farben. Okay. Ich mache mir schon mal komplett Iron Equip. Zack, zack. Und ich mache mir vielleicht noch eine Axt. Das wäre ganz cool. Habe ich auch. Zack, darab. So, jetzt. Warte, das hier, was habe ich gerade gemacht? Hilfe. Okay, wir haben gerade anscheinend irgendwie. Warum habe ich gerade Kartoffeln bekommen? Ofenkartoffeln. Warum hast du die gegeben? Ja, wir wollen ja nicht verhungern. Ja, okay, meinetwegen. Das lasse ich noch durchgelten. Aber wir cutten das ja so oder so raus. Ach so. Ja, also ich zumindest. Okay, dann würde ich sagen, hier guck, hier ist die Trapdoor. Ab wieder in die nächste Dimension. Es geht. Es geht. Okay, es geht. Es ist, glaube ich, wieder eine. Oh Mist, wir haben beide verkackt. Obwohl, nein, ich habe nicht verkackt. Wieder Eisenblöcke. Ey, guck mal hier. Blauer Ton und dunkel. Stimmt. Da haben wir beide jetzt recht. Ja, lustig. Schau, lilane Ranken sind hier sogar. Und ja, das sind eigentlich normale, nur wegen der Welt. So, das ist so komisch. Und diese Welt ist ziemlich verrückt, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich meine, wir haben uns jetzt schon ziemlich cool equipped. Wollen wir vielleicht mal die Folge an der Stelle hier beenden und dann beim nächsten Part uns wiedersehen? Ja. Ja, warte, ich würde sagen. Das ist wirklich cooler Wald, aber ich würde sagen, den erforschen wir in der nächsten Folge. Plus, wir werden hier nochmal in der nächsten Folge mehr so das Haus bauen. Und ich würde sagen, das war's bei mir. Creeper Die sagt tschüss und abonniert, liked und schreibt einen Kommentar, schaut bei Daxi vorbei. Und tschüss.